Habe ich mich gut eingelebt? Ich würde sagen, ja. Ich glaube, ich bin so ein bisschen wie so, ein Nachbar kauft sich ein Haustier und die ganze Nachbarschaft hasst es. Ich bin dieses Haustier. Weißt du, wie ich meine? Stubenrein ist er auch nicht. Laut ist er auch. Schon mal mega geil. Erster Tag Frühdienst. Ich habe erstmal direkt verschlafen. Ich hoffe, ich habe alles an, was ein normaler Mensch anhat an einem Tag. Ich habe auf jeden Fall schon mal eine Hose an. Toll. Yay. Geil. So, es ist Dienstagmorgen. Es ist 8.59 Uhr. Im Prinzip habe ich noch eine Minute Zeit hochzugehen. Bleibe ich hier noch ganz kurz, mir die letzten Schritte der Morningshow an und dann gucken wir einfach mal danach, was zu tun ist. Morgen. Mega wichtig ist, dass man ein cooles Hintergrundbild hat, wenn man ins Meeting geht. Der ist zwar nicht schlecht. Ich glaube, bei dem bleibe ich. Der ist halt richtig oldschool. Richtig casual, cool. Auch Konsumfasten machen ist hart. Ich betreue quasi die Vormittagssendung von 9 bis 12 beim Moderator Kunze. Wenn ich dann reinkomme, mache ich Outlook auf. Ist was passiert? Ist nichts passiert? Gehe dann zu Kunze ins Studio. Ich habe gerade zu tun, Mann. Dass du immer kommen musst, ich bin gerade mal Bühnenrede hier am Machen. Bitte, jetzt weg. Dann sammle ich mich. Die 9:15 Uhr-Konferenz ist jetzt vorbei. Ich gucke jetzt mal, was wir für den Nachmittag alles schon vorbereiten können. Und da schreibe ich mir mal auf, wann welcher Song läuft. Da kann ich gucken, wo bietet sich eine Musikmoderation an. Zum Beispiel hier, der Rockpop Radio Number One Moment. Das ist einmal der Stunde und da kommt jetzt Bells Are Burning von Midnight Oil. Das höre ich mir jetzt an und kann danach eine Musikmoderation dazu schreiben. Ich musste letztens was einsprechen. Kläglich war das. Du läufst hier rum, dann kriegst du so ein Cheat in die Hand gedrückt. Du hast so 1000 Sachen zu tun gerade so, keine Ahnung, versuchst alles zu jonglieren, sagst so, ja klar, schicke ich dir in 5 Minuten. Fertig geschnitten und fertig eingesprochen. Auf welches Lebensmittel würdest du niemals verzichten wollen? Was hast du zuletzt getan, das dich extrem glücklich gemacht hat? Was ist dein verborgenes Talent? Wurde langsam heiser, bin fast verzweifelt. Das sind schon die Struggles. Hier kannst du das mal aufnehmen und dann plötzlich, hört ihr den Schleim? Ich werde gerade heulen. Okay. Aber war dann doch cool. Jetzt zeige ich diese Musikmoderation mal der Ina. Du hast da gute Aspekte drin. Alles, was du schreibst, ist für sich genommen gut, aber es ist ein bisschen viel. Dann werde ich das jetzt nochmal machen. Dieses Teil sieht vielleicht erst ein bisschen verstörend aus, ist aber dafür, dass meine Videos jetzt stabil sind. Das Gimbal wird installiert. Ich benutze gerade das erste Mal das Gimbal. Richtig smooth Aufnahmen jetzt. Oh mein Gott, ist das cool. Hi. Hey, na, was geht ab? Das ist die krasseste Volontärin EU West und sie trinkt Kaffee. Wir sind bei Big FM und man sagt EU West, weil wir cool sind. Genau, ihr seid voll im Rap. Was macht ihr hier eigentlich? Ich benutze einfach das Gimbal. Das Gimbal, das ist toll. Oh mein Gott, ist das gerade wirklich passiert? Wir machen heute ein Fotoshooting für den Vlog. Ich muss sagen, es war so ziemlich das erste Fotoshooting seit der Schule. Und da war es ja schon irgendwie ein bisschen cringe. Da kommt so ein obercooler Fotograf her und sagt, kommt, stellt euch mal alle auf, die Kleinen müssen nach vorne. Und jetzt so Einzelbilder und dann muss ich sie so seitlich hinstellen und sieht halt scheiße aus. Wenn ich mir angucke, was dabei rausgekommen ist, finde ich es ganz geil. Ja, ja, die lieben Kollegen, da bist du mal 2 Stunden nicht am Platz und dann kommst du zurück und hast eine schöne Nachricht auf deinem Word-Dokument liegen. Also wir haben jetzt Freitag, es vergeht ein Wochenende. Ich überlege mir, wer es gewesen sein könnte und am Montag werde ich das rausfinden. Warst du das? Nein. Hallo, das ist Ernst. Warst du das? Ja, willst du mich verarschen? Hä? Ich war die ganze letzte Woche im Urlaub. Bin ich dir so wichtig? Warst du das? Nein. Ich schwöre, ich war's nicht. Warst du nicht? Ich schwöre, ich war's nicht. Warst du das? Nee, aber ich wünschte, ich wär's gewesen.